Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe Gott sei Dank endlich mein Babyalbum fertig und möchte euch dieses, ja, mein letztes oder im Moment mein neuestes Projekt fertiggestellt ist, gerne vorstellen. Ich habe also, das ist ein Pop-up-Album, wie schon bei meinem letzten Projekt angekündigt, da habe ich das ja. Das, den Vorgänger in Anführungszeichen habe ich also ohne Babypapier gemacht, um einfach mal zu gucken, wie diese Mechanismen einfach funktionieren. Und jetzt ist also das mit dem entsprechenden Dekopapier. Das Baby ist vom Stand gestern noch nicht da, hatte schon am 31. Termin. Das Album geht nach Deutschland und dieses Video hilft hoffentlich auch den Eltern, falls mal ja nicht mehr so klar ist, wie der eine, wie sich das eine oder andere Ding öffnet oder wieder schließen lässt. Gut, als Dekopapier habe ich dieses Baby Girl von Echo Park benutzt, muss aber sagen, es ist nicht so meins, aber es gibt im Moment, also zumindest für mich zugänglich, kein so tolles oder ein mehr Dekopapier für Babys, vor allem Mädels. Vor allem Mädels, muss ich sagen, ja, für die Mädchen, das mir gefällt. Und da habe ich jetzt, ja, oder meine Schwester, die ja dieses Album bei mir für ihre Bekannte bestellt hat, hat sich dann für das entschieden. Ich, ja, ich, das eben ich so meins ist, was etwas schwergängig ist zusammenzustellen, aber jetzt bin ich doch ganz zufrieden damit. Das ist also die, das Cover vorne mit einer Tasche. Ich wollte nicht das ganze Album mit diesem Dekopapier, mit diesem Papier hier unten machen, mit dem braunen. Und das ist die Rückseite. So sähe es aus, wenn keine Tasche eingeschnitten wäre. Ja, ups. Ja, da ich davon ausgehe, wenn dann wirklich die Bilder reinkommen, ich habe zwar für die, da wo Bilder hin sollen, schon Platzhalter gemacht, aber das Papier ist also dünner als Foto, ja, als das Papier, auf dem die Fotos ausgedruckt sind. Okay, jo, das ist eines der ersten Charms, die ich gemacht habe für ein Album. Hier kam da drauf, damit halt irgendwie ein bisschen was Neues dabei ist und ich irgendwann mal diese kleinen, diese Kinderwägen hier gefunden hatte, aber es ist auch wirklich das einzige Teil, was ich eben zum Thema Baby hier habe. Und da habe ich dann ein Glöckchen hingemacht, weil ich es ganz nett fand, wenn es ein bisschen bimmelt. Okay, in dieser Tasche vorne drauf steckt einmal ein Booklet. Hier kann man also in dieser Größe von diesem Rosa drei Bilder unterbringen. Hier muss man sich halt entsprechend zuschneiden. Dann habe ich mal eine Fotomatte gemacht mit so einem durchsichtigen Acetat. Hier oben sind noch zwei Dinge. Das ist eine Büroklammer, die ich mit so einem Sticker aus der Kollektion eben dekoriert habe. Und nochmal so ein kleines Kärtchen. Das kann man entweder da hinkleben oder irgendwo anders hinstecken, je nach Gusto. Ja, und wenn man das hier aufmacht, ja, kann man hier drin schön ein 9x13 Foto unterbringen, hat dann hier einen schönen gleichmäßigen oder mehr oder minder gleichmäßigen pinkfarbenen oder rosafarbenen Rand. Also das stelle ich mir da ganz nett vor. Und dann habe ich noch eine der Journaling Cards auf eine Fotomatte vorne geklebt, also man kann jetzt hinten drauf journalen oder aber eben ein 10x15 Foto aufkleben. Okay, dann schauen wir rein. Auf den Cover-Innenseiten habe ich also auf der Vorderseite die ersten 6 Monate mal untergebracht. Diese Teilchen hier lassen sich öffnen und dann kann man das hier entfernen, das ist mit so nicht permanenten Kleber fixiert und das lässt sich auch wegtun, wenn Lena halt lieber
das auf einer anderen Unterlage schreiben möchte, falls er was schreiben möchte, und dann kann er es wieder richtig mit einem ordentlichen Kleber reinkleben oder eben zwei Fotos unterbringen, je nachdem, was einem besser gefällt. Und dieses Ding hier lässt sich, manchmal hackt es ein bisschen, dann muss man mit etwas Gefühl an beiden Seiten gleichmäßig schieben. Und dieser obere, ja, nennen wir es mal, dieses obere Band hält also die anderen praktisch, ja, dass die halt nicht aufgehen. Ja, das ist die, sind die Cover-Innenseiten. Später sehen wir dann ab dem siebten Monat eben hinten bis zu 12. Das hier ist mit dem Magnet verschlossen. Wenn man es runterklappt und dieses hochklappt, hat man eben dieses Teilchen. Auch hier gehen nicht nur zwei, sondern es gehen 6 Bilder rein, weil diese beiden Teile lassen sich aufklappen und können dann, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das 10 auf 10 cm oder 4 auf 4 Inch, irgendwie sowas, kann da dann ein Bild reingemacht werden. Überall, sage ich jetzt gleich mal, bis auf eine Ausnahme, wo man diese Kamera sieht, lässt sich das Papier einfach entfernen und durch ein Foto ersetzen. Also ich würde es auch empfehlen, obwohl es bloß ein 120er Papier ist, glaube ich, oder ja, sowas in der Richtung. Aber wenn da jetzt noch ein normales Foto draufgeklebt wird, oder hier in dem Fall werden es ja immer drei, wird es immer dicker und dann sperrt das Album schon gewaltig. Es wird zwar halten, weil ich ja hier diesen Gummi da zum Verschließen hingemacht habe, aber ja. Man kann das ja so dünn wie möglich halten, indem man das untere wegnimmt. Dieses Album hat 4 solche Seiten oder Flügel und in jedem ist also so eine Fotomatte untergebracht. Die werde ich jetzt nicht überall rausziehen, weil das ist einfach, da ist ja nichts drauf. Da haben dann wunderbar 4 Bilder oder wie man sich das anordnen möchte, haben dann da Platz. Und hinten auch nochmal. Dann kommt die Innenseite. Das hier passt, glaube ich, ein 9x13 Foto rein. Guckt's. Das kann man dann dahinter schieben. Und hier, das ist ein sogenannter Swing Closure, also ein Swing-Verschluss. Und wenn man das dann so öffnet, hat man das so. Und da hinten drin ist eine Tasche hinter diesen. Da sind 2 Tags drin. Also entweder man klebt hier noch Fotos drauf, wer das möchte. Oder hinten. Oder man klebt vorne Fotos und schreibt hinten. Also das bleibt jedem oder das bleibt den Eltern selbst überlassen. Dieses Album geht ja nach Deutschland. Und ja, ich glaube, das hatte ich erwähnt, dass das meine Schwester für eine Bekannte bestellt hat. Und das wird morgen verpackt und weggeschickt. Ja, dann kommt das nächste Teilchen. Das öffnet sich hier so. Und wenn man hier so zieht, klappt sich das so rauf und runter. Fand ich auch recht lustig. Das ist als ein sogenanntes Bellyband angebracht. Also man kann dahinter etwas reinschieben. Da gibt es auch wieder eines dieser Tags. Und dahinter nochmal auch so, glaube ich, ist aber etwas kleiner, nochmal so eine Fotomatte, so eine leere. Hier ist auch wieder eine drin, wenn man an dem Tab das sieht. So, ja, das nächste Element, das habe ich einfach so reingesteckt. Ist auch wieder, hier könnte man journalen drauf, also was draufschreiben und hinten ein Foto draufkleben. Das sind für 10x15 oder 6x4 Inch gemacht. Wenn man das dann öffnet, haben wir das so, fährt das so hoch. Beim Zumachen braucht es manchmal ein bisschen Hilfe, weil es irgendwo klemmt. Und das liegt auch mit an diesem Kraftpapier, aus dem die Basis gemacht ist. Das ist nämlich ein sehr starkes Papier, also sehr strapazierfähig, aber eben auch entsprechend etwas starr. Ja, und hier habe ich wieder einmal meine Patchwork-Seite gemacht. Also da schneide ich mir aus so Resten.
schneide ich mir solche eine 1 auf 1 Inch Quadrate und die werden dann erstmal auf einem Kopierpapier aufgeklebt und dann entsprechend meiner Seite zugeschnitten und das mache ich, damit man halt dann einen sauberen Rand hinbekommt. Da sind Magnete drin, die das geschlossen halten. Und wenn man es aufmacht, hat man das hier so, klappen die Bilder so hoch, dann gibt es rechts und links je eine Tasche. Und da sind nochmal Fotomatten drin für die 10x15 Fotos. Hier eine Journaling-Card, sodass man hinten drauf was schreiben kann. Und diese Seite, also diese ist die Ausnahme. Dieses blaue geht nicht ab. Das habe ich fest verklebt aus optischen Gründen. Und da muss halt jetzt dann irgendwie entsprechend ein Bild drüber geklebt werden. Man kann hier noch drunter fahren. Ja, also das könnte man da noch drunter stecken. Das muss man sich halt entsprechend zuschneiden. Ja, also das war jetzt dieser Mechanismus. Dann die Rückseite davon, da kommt das Schäfchen. Dafür habe ich eine Schablone gemacht, die mitgegeben wird, damit man sein Foto entsprechend zuschneiden kann, um es dann da hinten reinzuschieben. Das ist auch wahrscheinlich etwas kürzer, aber geht glaube ich 9x13. Ja, und dann, wenn man das öffnet, da kommt jetzt mein neues Element. Das hatte ich in meinem Übungsalbum von vorher nicht drin. Das ist dieses Teilchen, das fand ich ganz witzig. Das kann man halt dann einfach so drehen. Und hier ist schon die Schablone drin. Entweder man lässt es drin oder man zieht es halt raus und schneidet sich entsprechend der Schablone ein Foto zu, wenn keine Normgröße reinpasst. Ja, hier ist dann wieder ein neues Element. Das muss man erstmal so aufmachen. Das habe ich nochmal hingemacht, weil durch dieses Kraftpapier das doch sehr sperrig hier ist, damit es ein bisschen unten gehalten wird. Normalerweise hat es also nur hier den Verschluss. Das sind Magnete wieder, das hört man. Das zieht man hoch. Dann kann man da hinten schon mal Bilder unterbringen, Fotos. Ne, hier dieses 10x15 oder 4x6 und hier zwei kleinere Fotos. Und wenn man das dann hochklappt und hinten abstellt, hat man hier also dann das Pop-up-Element. Und da hinten ist eben eine Tasche. Ich weiß nicht, ich komme wahrscheinlich gleich an das Stativ. Da habe ich wieder eine Journaling-Card, passend zum Papier drin. Oder aber eben eine Fotomatte, je nachdem, was man damit tun möchte. Und hier wieder ein sehr großes Tag diesmal. Da muss ich dazu sagen, vielleicht auch für die werdenden Eltern, die es wieder immer rein und raus tun. Da unten ist eine, manchmal stößt man gegen die, wie soll ich denn sagen? Ja, wenn man so eine Tasche klebt, macht man ja hier so ein Teil, um das da dran festzukleben. Und da stößt es oft an den, hier an den Rand. So, sieht man es, ich habe es vorher auch. Also da wird das Papier ja so umgebogen, um das dann da anzukleben. Das untere und dann, wenn man was reinschiebt, stößt es oft an den Rand und dann muss man einfach ein bisschen hochheben. Hier, das geht ja, damit man das einfach runterbringt, weil sonst steht es oben raus, weil ich so eine große Größe dafür genommen habe. Okay, das machen wir dann wieder zu und dann drehen wir um. Das letzte Pop-up-Element wird von einer sogenannten Shaker-Card oder geschlossen gehalten. Das ist mit Magneten, wie man hört wieder. Klack. Und wenn man das öffnet, dann macht das so. Da muss man oft ein bisschen so, man sieht so ein bisschen nackeln, dass es wieder an seinen Platz fällt. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so, aber es geht zu. Und hier kommt das zweite halbe Jahr oder die Monate 9 bis 12. Und es ist wieder genau, hoppala, bin wieder dran gestoßen, das gleiche wie vorne. Und je nachdem, ob jemand das zwei Bilder will oder auf der einen Seite was dazu schreiben, was mit 8 Monaten, was so alles los war, das bleibt dann den Eltern überlassen. Ja, wir sind durch. Und hoffe, euch hat mein
neuestes Projekt gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, noch mehr natürlich über einen Kommentar und bedanke mich fürs Hiersein und fürs Anschauen. Oder nein, besser, bedanke mich fürs Hier gewesen sein. So glaube ich, ist es korrekter. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.